Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk Video. Ja, die Themen in diesem Video gleich vorab, damit ihr gleich entscheiden könnt, ob ihr hier weiterschaut oder nicht. Es geht einmal um 7 Days, habe ich ein paar Infos zu. Dann geht es um das Thema Stream und Zusammenspielen, was so ein bisschen ineinander übergeht. Und da möchte ich nochmal auf ein Thema aus den letzten Kommentaren vom letzten Let's Talk Video eingehen. Wo es um die Kleidung geht, die ich getragen habe. Ja, aber dazu später mehr. Ansonsten, ja, ist es ja ganz gut angekommen, das letzte Let's Talk Video. Ich hätte mir natürlich ein paar mehr Meinungen zu der Sache mit dem Rust-Server und so weiter gewünscht, wo ein bisschen wenig kam, aber okay. Zeigt mir halt, wie das Interesse ist und wie das Interesse nicht ist. Dafür ist es gedacht und auch vollkommen in Ordnung. Gut, fangen wir mit 7 Days an. Ab jetzt diesen Sonntag müsste der 29.04. kommt 7 Days dreimal die Woche jetzt als Gruppe. Mit dabei wie immer der Natrixer, den ich dann ständig auch nochmal oben rechts jetzt verlinke. Und der Meta aktuell. Ja, wir spielen den Airmod. Und ja, muss ich mal sehen, ob man da vielleicht in der Zukunft auch zu viert oder zu fünft spielt oder. Muss mal gucken, wie sich das so ein bisschen einpendelt. Da ist natürlich ein bisschen was anderes wie Rust. Da kann man ein bisschen anders andere Sachen machen. Ja, muss man mal schauen. Habe ich mir jetzt noch nicht so wirklich viele Gedanken gemacht. Wir zocken jetzt einfach mal drauf los. Weil ich hoffe ja mal, die Alpha 17 wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und dann kann man mal gucken, ob man sich da irgendwie vorher ein paar Gedanken macht. Aber vielleicht, wenn man da mit mehreren spielt, kann man da natürlich mal irgendwie da vielleicht auch irgendwie ein Ziel ausgeben, sozusagen. Jeder baut seine eigene Butze, wir bauen ein kleines Dorf oder wie auch immer. Muss man mal sehen. Möchte ich nichts versprechen, aber ja, wie immer, ne, lasst uns gerne dann Lobkritik da in den Kommentaren. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne beim Natrixer dann gucken, aus seiner Sicht. Ist vielleicht in der einen oder anderen Folge gar nicht uninteressant, so wie bei Rust halt auch. Ja, ansonsten noch mal ganz kurz zum Stream. Ich habe meine Leitung geupgradet, so dass ich ein bisschen mehr Upload habe. Das heißt, ich kann meine Videos, die ich bei YouTube habe, halt schneller hochladen. Sonst war ja immer das Problem, dass ich halt nicht streamen konnte, weil halt Videos hochladen. Und wenn du keine Bandbreite hast, kannst du natürlich nicht streamen. Das sollte ich damit ein bisschen besser in den Griff kriegen, dass ich dann auch mal spontaner eher streamen kann. Die Leitung frei ist. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich einiges an Streams kommen. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn da der eine oder andere auch ist. Ich meine, bei den letzten oder ich glaube zwei Wochen ist gar nicht gestreamt. Aber davor, diese eine Woche oder die zwei Wochen, haben wir ja ein bisschen was gestreamt und da waren ja auch schon ein paar Leute, die man dann so ein bisschen, die öfters da waren, die man auch so ein bisschen besser kennenlernt und so weiter. Das gefällt mir ganz gut. Ja, leider war ja in dem letzten Video, hatte ich ja da auch angesprochen, von wegen YouTube und Twitch-Stream, wie da eure Meinung ist. Also, falls ihr das Video hier an der Stelle noch guckt, gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr da irgendwas bevorzugt, weil, wie gesagt, da die Überlegung ist, eventuell parallel zu streamen, aber da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aktuell ist bei mir Twitch auf jeden Fall bevorzugt. Gut. Gleich hinten dran das nächste Thema geht um das Zusammenspielen. Also ich habe ja immer wieder in den Kommentaren, meistens bei Rust, ey, kann man bei euch mitspielen? Ey, lass mich zusammenspielen. Ja. Ich bin Starkler. Wann spielen wir zusammen? Leute, auch bei Steam. Wenn ich bei Steam online bin und bin mal kurz irgendwie nur online wirklich und nicht. Ja, sollen wir Rust spielen? Leute, also erstens ganz klar zu Rust, ich spiele aktuell Rust nur, wenn wir es aufnehmen. Für alles andere fehlt mir im Moment einfach die Zeit. Die andere Sache, wenn, dann würden wir Rust spielen im Stream.
Da, ja, ist auch ein heikles Thema, muss ich gleich drauf eingehen. Aber erstmal zu den ganzen Geschichten immer hier mit, lass uns mal zusammenspielen und so weiter. Ja, ich habe mir sonst eigentlich immer die Mühe gemacht, da groß drauf einzugehen, da groß was reinzuschreiben. Werde ich mir in Zukunft nicht mehr machen. Dann gibt es einfach ein Nein und Nein, Team steht, fertig. Mag dann ein bisschen Arsch rüberkommen, aber wie gesagt, ich habe alle 2 Tage unter irgendwas Video und Kommentar. Könnt ihr euch schenken, mal das Team steht. Wie gesagt, der Natrixer ist fest immer dabei. Der Meta, ja, der Meta hat irgendwie jetzt letzte Staffel wenig Zeit gehabt und in der kommenden wird er wahrscheinlich auch nicht dabei sein, weil er wenig Zeit hat. Aber selbst da habe ich eventuell jemanden noch und ansonsten spielen wir auch gerne mal. Der Natrix soll nicht auf dem Duo-Server, ist auch nicht das Problem. Zu der ganzen Problematik erstmal. Also wirklich, wenn man mit uns zusammenspielen will, wir sind keine 14 oder 15, also ihr solltet schon ein gewisses Alter haben, was auch passend ist zu uns. Und ja, wenn man das wirklich ernst meint, dann erwarte ich auch, dass da ein bisschen was kommt. Ich könnte euch jetzt eine E-Mail vorlesen, aber das möchte ich auch nicht machen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche eine Anfrage gehabt vom Rico. Schönen Gruß, falls du das siehst. Ja. Der hat sich halt Mühe gegeben, der hat dann eine vernünftige Anfrage geschickt und klar, treffen wir uns dann mal im Discord, labern, gucken, wie es vom Typ her passt. Und ja, vielleicht ist er mal dabei. Genauso war es bei Meta. Der Meta hat sich auch die Mühe gegeben gehabt, ist im Discord gekommen, hatte was vernünftig geschrieben, dann haben wir ihn mal dazu geholt, einen Abend, haben ein bisschen gelabert und es hat gepasst. Ja, das ist so der Weg, der geht. Leute, es ist kein Weg da, der sagt, ey, lass mal zusammenspielen, ey. Lass uns zusammenspielen. Nee. Wenn schreibt was Vernünftiges zu eurer Person, schreibt warum gerade ihr und so weiter und nicht einfach. Ja. Sollte selbstverständlich sein. Ich habe auch in Steam noch ein paar Leute in so einer Gruppe drin, die mal angefragt haben. Ja. Wie gesagt, es muss halt vom Typ her passen und es muss auch was vernünftig angefragt werden, nicht einfach so plumpe Sachen. Da werde ich auch in Zukunft gar nicht mehr darauf eingehen, damit da einfach die Zeit fehlt, da auf jeden dann da vernünftig und einzugehen. Also soweit sollte man sich schon mit dem Thema oder mit uns auch auseinandersetzen. Und man merkt auch recht schnell, ob die Leute überhaupt schon mal was von uns gesehen haben und da auch ein bisschen drauf eingehen. Gut, das mal zum Thema Zusammenspielen. Also ist bei Rust aktuell ja eigentlich keine Möglichkeit, aber wie gesagt, sollte wirklich was super Vernünftiges kommen, irgendwie, was auch dann vom Typ her passt, werden wir uns da natürlich mit auseinandersetzen. Aber ganz klar ist auch, wir werden nicht mit mehr als 3 Leuten erstmal was spielen. Gut, die andere Sache ist Streams. Wie gesagt, ist bei Rust auch ein bisschen heikel. Weil wir haben es ja ausprobiert und dann hast du ja gleich die Stream-Sniper gehabt, die dir tierisch auf den Sack gehen wollten. So, dass wir da andere Maßnahmen ergriffen haben, so dass wir dann Ruhe hatten. Problem ist natürlich dann, eigentlich war Rust Stream gedacht, um mit der Community zu spielen. Was das ja ein bisschen aushebelt. Aber wie gesagt, man hat ja schon so seine 2, 3 Leute, die man so ein bisschen besser kennengelernt hat, wo man auch weiß, wer ist jetzt bei den YouTube-Kommentaren, bei Steam oder dann auch im Twitch-Channel, sodass man die zuordnen kann. Und ja. Wenn wir dann Rust-Stream haben und ihr habt Bock mitzuspielen, klar, gar kein Problem. Fragt einfach nach, wenn wir nicht gerade auf dem Trio-Server sind und zu dritt sind oder was, oder gerade noch am Anfang stehen, dann kann man da mit Sicherheit mal was machen. Aber es wird nicht so sein, dass ihr einfach als in Anführungsstrichen Fremder bei uns im Channel kommt und sagt, können wir mal mitspielen. Im Stream gibt es eine ganz klare Absage. Weil, wie gesagt, na, ist ein bisschen traurig. Möchte ich auch jetzt gar nicht groß auf das Thema eingehen, aber wir können halt nicht einschätzen, ob ihr ein Stream-Sniper seid oder nicht. Auch an die Leute, die wir kennen, wenn ihr da mitspielen wollt. Gar kein Problem. Allerdings müsst ihr dann, nachdem wir das abgeklärt haben, müsst ihr auf jeden Fall in
Steam offline gehen, nicht, dass die Leute dann sehen, auf welchen Server ihr spielt und wie dann trotzdem dadurch dann wieder Probleme mit Steam, Stream, Snipern kriegen und so weiter. Da muss man halt leider Gottes ein bisschen ja, vorsichtiger sein. Es gibt halt so arme Menschen auf dieser Welt, die anderen halt einfach den Spaß am Spiel für ein paar Stündchen da verderben wollen, warum auch immer. Es ist halt so. Ansonsten, ja, das sind halt so die Möglichkeiten, wie ihr mit uns zusammenspielen könnt. Wie gesagt, ihr müsst aber, wir müssen euch aus den Kommentaren kennen, wir müssen euch schon aus vorigen Streams kennen, wir müssen euch irgendwie auf Steam haben, dass man mal vorher ein bisschen Kontakt hatte und so weiter, dann besteht die Chance jetzt so als Wildfremder, in Anführungsstrichen, besteht aktuell keine Möglichkeit mit uns Rust zu spielen, wenn wir streamen. Einfach aus den genannten Gründen. Ansonsten gibt es aktuell auch keine Möglichkeit, Rust mit uns sonst zu spielen, weil wir sonst nur mit oder ich nur mit Aufnahme spiele. Sollte ich Zeit haben, mal Rust nebenher zu spielen, und dann würde ich auch ganz gerne nochmal eine Solo-Sache machen, so dass da auch nichts ist mit Zusammenspielen. Vielleicht in ferner Zukunft kann man vielleicht mal überlegen, irgendwie mal ja im Vorhinein irgendwas abzumachen, dass man mal, weiß ich nicht, einen eigenen Server nutzt und da irgendwie was macht. Ja, aber wie ich jetzt gesehen habe, war jetzt beim letzten Let's Talk Video auf dem Rust Server angesprochen, jetzt da auch keine große Resonanz. So dass ich mir da jetzt auch nicht unbedingt so den Stress und die Arbeit machen muss, da jetzt irgendwie groß was zu organisieren. Ich denke mal, wir werden das erstmal so weiter handhaben, wie es ist. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht, wenn wir euch ein bisschen kennen und so weiter, dass wir dann mal, wenn wir was streamen, oder gerne dann, vielleicht kann man da nochmal was mit Absprache machen, dass man dann mal sagt, wir gehen mal das und das Wochenende mal irgendwie auf den und den Server. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt, kann ich noch nicht sagen. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Thema. Ich habe da, ja, eigentlich wollte ich es gar nicht ansprechen, aber ich habe mir gedacht, komm. Ich bin ja eh nicht der YouTuber, der irgendwie jedem nach der Nase redet und hier immer einen auf freundlich, nett und so weiter macht. Bei mir bekommt ihr schon so klare Worte, klare Kante. Und ja, ich möchte da kurz drauf eingehen. Es war ja dann vom letzten Let's Talk Video in den Kommentaren die Diskussion, was heißt Diskussion, war ja die Meinung vom Danny. Jetzt auch an dieser Stelle nichts gegen dich, Danny. Jedem seine Meinung, klar. Nichtsdestotrotz möchte ich da kurz drauf eingehen. Da ging es ja um die These, weil ich ein Bayern-Trikot anhatte. Das fand er nicht gut oder fandest du nicht gut, und hast die These aufgestellt, dass deswegen Leute mich nicht anschauen, und hast ja auch gesagt, ich sollte mich nicht verstellen und halt kein Trikot anziehen. Ja, ich bin da ja schon in den Kommentar drauf eingegangen, aber wir werden da wahrscheinlich auch nicht auf eine Meinung kommen, aber nichtsdestotrotz möchte ich das mal ansprechen. Also, bei hier geht es ums Zocken, nicht um Fußball. Du siehst, ich habe jetzt auch wieder was von Bayern an. Kein Trikot? Hey. Ja, ich bin seitdem ich auf dieser Welt das Licht erblickt habe, nun mal ein Roter. So, da stehe ich so. Ich bin ewig lang Mitglied bei Bayern im Club Nummer 12 und so weiter und so fort. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht da jetzt hier eine Diskussion von wegen Fußball anfangen oder da jetzt auch irgendwie weiter drauf eingehen. Grundsätzlich, wenn mich jemand nicht anschaut, weil ich ein Bayern-Trikot anhab, ja, gut, Leute. Dann passt ihr eh nicht, dann seid ihr eh nicht mein Publikum. Wer so oberflächlich ist, ja, das passt dann eh nicht zu meinem Kanal. Also hier geht es um Zocken und nicht um Fußball. Ich komme aus dem Ruhrpott, bin Bayern-Fan, ja. Einer meiner besten Freunde ist Schalker, ein anderer ist Dortmunder, also ich bin hier auch in der Minderheit aufgewachsen, was das jetzt angeht, und ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, wo nicht nur der FC Bayern seit
6 Jahren hintereinander die Bundesliga beherrscht oder sowas. Und ich habe es mit Sicherheit nicht nötig, mich hier hinzusetzen und ein Bayern-Trikot anzuziehen. So kam es jetzt für mich rüber in die Kommentare, um dadurch irgendwie Abonnenten zu gewinnen oder sowas. So habe ich das zumindest aufgefasst, was du da geschrieben hast. Der FC Bayern gehört zu mir. Ich würde mich verstellen, würde ich mich jetzt hier extra umziehen, weil ich ein Video aufnehme und da ein weißes T-Shirt anziehen oder sowas. Du wirst mich hier in Bayern sehen, du wirst mich hier in, ja, im Indians Shirt mal sehen oder im Chicago Bulls Trikot oder sonst irgendwas. Ja, das ist halt so, das sind meine Interessen und ja. Warum soll ich mich da verstellen und sagen, ja, nee, ich mag keinen Fußball, ich bin neutral, ich bin bei allen. Nein, bin ich nicht. Ich bin durch und durch ein Roter und da stehe ich zu, das gehört zu meiner Person. Und wie gesagt, wenn jemand jetzt sich das Video oder meine Videos nicht anschaut, weil ich ein Bayern-Fan bin, weil er nun mal ein 60er ist, ein Schalker oder ein Dortmunder, ja, Leute. Wie gesagt, ich bin auch ein heißblütiger Fan, ich habe auch einiges mitgemacht. Aber wenn es um Zocken geht, geht es um Zocken und nicht um Fußball. Und da ist mir das egal, ob ihr Schalker, Dortmunder, whatever seid. Ja, wer das anders sieht, der passt dann halt hier auch nicht hin. Und wie gesagt, wenn jemand so oberflächlich ist und den Typus oder auch jetzt, was Zocken angeht, an der Kleidung ausmacht, ja, Leute, dann seid ihr eh nicht mein Publikum. Ganz klare Kiste. Soll jetzt nichts gegen dich sein, Dani. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch aufgefasst. Ich habe ja versucht, darauf einzugehen im Kommentar. Aber ich wollte es einfach mal generell nochmal ansprechen. Weil ich bin, wie ich bin. Ich bin das, was mich ausmacht. Da gehört der FC Bayern aus vielerlei Gründen einfach zu mir. Da möchte ich auch gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Das ist privat und wie gesagt, hat nichts mit dem Zocken zu tun. Da geht es um Fußball und gehört jetzt hier auch gar nicht erst hin. Ja, ich denke, damit habe ich das Thema auch abgehandelt. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Du bist gerne gesehen bei mir auf dem Channel. Und wie gesagt, wir kommen da halt nicht auf einen Nenner. Aber wenn wirklich jemand sagen würde, er guckt sich meine Videos nicht an, weil ich ein Bayern-Trikot anhabe, ja, dann ganz ehrlich, sage ich dir auch. Das ist mir zu oberflächlich, dann gehörst du hier nicht hin. Ganz einfache Kiste. Also, das ist dann ein Publikum, worauf ich auch keinen Wert lege. Gut, ich überlege gerade mal, ob ich noch irgendein Thema habe, was ich jetzt spontan, aber ich denke mal, das waren so die 3, 4 Sachen, die ich ansprechen wollte. Ja, nochmal der Hinweis: Solltet ihr Fragen haben zu meiner Person, zu meinem Channel, haut es hier wieder in die Kommentare rein, werde ich im nächsten Let's Talk-Video darauf eingehen. Und ansonsten, wie gesagt, das gibt es unregelmäßig, je nachdem, was so in den Kommentaren auch ist, was sich bei Rust tut und was sich bei so anderen Spielen tut, werde ich da dann wieder ein Let's Talk Video zu machen. Was ich noch sagen kann, ich habe ja ein bisschen Infovideo zu Jaws of Extinction gemacht. Da gab es auch ein Update, da werde ich jetzt auch nochmal ein Video zu machen. Ich muss aber gucken, ob sich das lohnt, was da jetzt genau neu kam. Aber ansonsten werde ich euch bei dem Spiel auf dem Laufenden halten. Ja. Und was ich auch nochmal sagen möchte, da es auch im Kommentar war, ich muss mal eben scrollen. Ja, das war auf jeden Fall vom Frank, genau. Erstmal danke, Frank, ne? Ich habe mir die Games angeguckt, die du mir da gegeben hast. Bei der Last Epoch habe ich mir auch das Demo runtergeladen. Ich habe es angezockt. So ein halbes Stündchen und habe mich doch gewundert, wie schnell die Zeit verging. Also ich war da schon ganz gut drinne. Muss ich mal, bin ich noch überlegen, ob ich das vielleicht auch mal vorstelle. Dingen ist halt auch, da ist, so wie ich es gesehen habe, Release erst auf 2020. Das ist natürlich dann schon ein langer Zeitraum, aber wie gesagt, vielleicht die Demo ist ja schon, kann man ja schon eine Menge zocken. Vielleicht werde ich es mal vorstellen. Vielleicht wird es auch mal so ein Spiel in der Richtung auf meinem Channel geben. Möchte ich gar nicht ausschließen.
Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist schon wieder irgendwie angeschlagen. Ja, wie gesagt, auch gerne Game-Vorschläge, Games, die ihr gerne eventuell sehen wollt, könnt ihr auch hier in der im Netz-Talk aushauen. Schaue ich mir gerne an. Ja, ich bin auch dafür Neues offen. Wie gesagt, ich schaue es mir an und wenn es mich dann wirklich packt oder interessiert, ja, warum nicht? Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, wenn ihr es so lange euch reingezogen habt. Wie immer über Kommentar, Meinung. Es muss jetzt auch nicht irgendwas sein, was jetzt hier in meinem Video Thema war. Ihr könnt auch zu irgendeinem anderen Thema was schreiben, wo ihr gerne mal Meinungen von mir zu haben wollt. Whatever. Werde ich dann drauf eingehen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Talk Video. Ciao.